Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Wenn der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit begleitet von all seinen Engeln kommt, dann wird er auf dem Thron Gottes sitzen. Alle Völker werden vor ihm erscheinen. Und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen. So wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt. Rechts werden die Schafe und links die Böcke stehen. Dann wird der königliche Richter zu denen an seiner rechten Seite sagen: Kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt die neue Welt Gottes in Besitz, die er seit der Schaffung der Welt für euch bestimmt bereithält. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch zu trinken. Und ich war ein Fremder bei euch, und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank, und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden die nach Gottes Willen gelebt haben, fragen: Herr, wann bist du denn hungrig gewesen und wir haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und wir gaben dir zu trinken? Wann haben wir dir Gastfreundschaft gewährt? Und wann bist du nackt gewesen und wir haben dir Kleider gebracht? Wann warst du denn krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Der König wird ihnen dann antworten: Das will ich euch sagen, was ihr für einen meiner geringsten Brüder und Schwestern oder für einen meiner geringsten getan habt, das habt ihr für mich getan. Zu denen auf seiner linken Seite aber wird er sagen: Geht mir aus den Augen, ihr Verfluchten, weg mit euch ins ewige Feuer, das für den Teufel und seine Helfer bestimmt ist. Denn ich war hungrig, aber ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, aber ihr habt mir nichts zum Trinken gegeben. Ich war ein Fremder unter euch, aber ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt, aber ihr wollt mir nichts zum Anziehen geben. Ich war krank und im Gefängnis, aber ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie mich ihn fragen: Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig, ohne Unterkunft, nackt, krank oder im Gefängnis gesehen und dir nicht geholfen? Darauf wird ihnen der König antworten: Das sollt ihr wissen, die Hilfe, die ihr meinen geringsten Brüdern oder meiner geringsten Schwestern verweigert habt, die habt ihr mir verweigert. Und sie werden in ewiger Verzweiflung enden. Aber die Gottes Willen getan haben, erwarten unvergängliches Leben. Heute,
Am letzten Sonntag im Kirchenjahr hören wir im Evangelium zwei wichtige Ermahnungen, dass Gott mit allen Engeln in seine Herrlichkeit kommen wird. Er kommt aber als Richter auch, denn er fragt uns alle, ob wir die Werke der Barmherzigkeit auch erfüllt haben. Wir können es mit der Gnade Gottes einen Tag besser und einen Tag weniger. Aber der gute Wille muss da sein. Dann brauchen wir am Ende unseres Lebens keine Angst haben vor Gott, dem Richter.